Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fürnüsse mit Dirk und Klaus. Folge 45, Folge 45. Wie geht's am Knie? Wundervoll. Du darfst ja vor Kindern keine Schwäche zeigen. Ist das auch immer so, dass du bis zur Tür humpelst, dann machst du die Tür auf, sagst Guten Morgen und schmerzverzerrt gehst du ganz normal bis zu deinem Podest? Ja, vor Kindern und vor Golden Retrievern. Mhm. Hast du da auch so, wurde das auch früher als Kind penetriert? Was? Was ist denn das für eine Einstiegsfrage? Ich war damals bei meiner Stiefoma und die hatte zur Pflege so einen Golden Retriever und das fanden halt irgendwie alle lustig und ich hatte tierisch Angst vor dem Typen, weil der hat sich halt hingestellt, war fast so groß wie ich und hat immer seinen kleinen Lüllematz auf meinen Oberschenkel gerieben. Mhm. Und dachte ich, oh, geh weg. Und der hat mich immer schon, die hat diesen ekligen Hier Blick. Hier kommt der Lippenstift. Oh, seitdem Golden Retriever und ich sind echt... Okay. Deswegen habe ich gedacht, das wäre normal bei Golden Retriever. Mein einziger Kontakt mit einem Golden Retriever war von einem Nachbarspärchen. Das war ein Golden Retriever-Pärchen. Ja. Da war die Miete in Berlin noch ein bisschen günstiger. Da konnten Goldie und Horn sich noch eine Wohnung leisten. Dirk verdreht die Augen hörbar. Orlando für alle! Das Hundekraftfutter bei Lidl für 7,99 €, die wir immer uns neckisch anschauen, weil wir denken, so ein Sack, wie viel ist da drin? Eine Wochenration, 10 Kilo, glaube ich. Ja, so ein 10 Kilo Sack Trockenfutter. Ich habe übrigens heute gelesen, wir müssen mit dem Bitcoin aufhören, das ist echt. Also, wir müssen damit aufhören? Na, ich meine, wir haben es und wir unterstützen damit was ganz Schlimmes. Nämlich? Dieser perverse Energieverbrauch, der ist halt irgendwie mittlerweile, Mitte diesen Jahres höher als der Energieverbrauch im ganzen Jahr von Dänemark. Ja, gut, Dänemark ist jetzt auch ein sehr stromsparendes Land, ist ein schlechtes Beispiel. Und wir haben unsere Bitcoins ja schon, die sind ja schon ausgerechnet. Ja, aber die müssen ja bleiben. Ja, aber das ist ja nur nicht, solange wir keine Transaktionen damit tätigen, sind die eigentlich recht energiesparend. In schlimmen Monaten. Das heißt, wir machen eher was Schlimmes, wenn wir sie verkaufen. In schlimmen Monaten ist der Energieverbrauch so hoch wie im ganzen Jahr von Österreich. Ja, nun, ist das ja nun kein schlimmer Monat mehr. Davon abgesehen, der CO2-Ausstoß, der damit gefördert wird, wenn das weiter so geht, dann schaffen wir diese 2 Grad, die ja irgendwie alle drücken wollen, die kriegen wir, wie war das rechnerisch, glaube ich, in 20 Jahren locker hin. Ja. Naja, also deswegen, ich dachte, Alter, zwölf Jahre war die Ansage, 12 Jahre. Was 12 Jahre? Die UN hat doch gewarnt, in 12 Jahren ist es eigentlich schon zu spät. Nicht erst 20. Ja, dann habe ich mich verlesen. Oder in 12 Jahren ist es nicht mehr umkehrbar, wenn man nicht die Wende Wahrscheinlich habe ich auch eine Null zu viel gelesen. Wahrscheinlich sind es, wenn wir Bitcoins weiter Mining Förderdinger, dass es in 2 Jahren halt einfach keinen Winter mehr gibt. das ist ja auch, je teurer es wird, je höher der Bitcoin-Preis steigt, desto schneller geht es voran mit der Energiewende. Aber der ist doch immer bei 5 oder sowas. Ja, warum der wird ist, denn da der groß gemeint, wenn das gerade... Du bekommst ja eine neue Bitcoin, wenn du das meinst. Das ist ja dann deine, wenn du die ausrechnest. Ja. Also wir könnten das, wir haben ja auch mal angefangen, die im Kopf auszurechnen vor ein paar Folgen. Aber ehrlich, ich habe so das Gefühl, ich müsste da raus. Das ist doch nee, gut, das komm, 100.000 war die Ansage. Ja. 100.000, Baby! Ja, aber trotzdem, was man damit unterstützt, ey, da kann ich auch... Dann brauche ich, weiß ich nicht. Ja, aber mit 100.000 sieht die Sache schon anders aus. Ja, aber dann kann ich meinen Kindern mal erzählen, dass wir mal Jahreszeiten hatten. Ja, kauf dir eine Klimaanlage davon, mach Winter im Wohnzimmer. Und nicht in Berlin direkt. Manche Leute sehen den Bitcoin immer halb pleite. Wie du komplett das Thema ignorierst, dass dein schlechtes Gewissen und dein Knie nicht so schmerzt. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Du hast gar keins. Das ist alles. Was sind das für Formulierungen, Mr. Trump? Das sind gegen Rassist. Das sind rassistische Äußerungen. Hast du es mitbekommen, dass einer der Reporter des Weißen Hauses verwiesen wurde? Diese Pressekonferenz, die gezeigt hat, wie dieser kleine, verwöhnte Wichser halt irgendwie komplett diese... Sie sind ein böser Mensch. Aber zum Geil, fand ich, als der eine Reporter aufgestanden ist und meinte von wegen, ich muss meinen Kollegen in Schutz nehmen. Und sie mag ich erst recht nicht. super. Ja, wie ein Kind. Ja, also komplett, also musste gar nichts... Aber zum Glück ist ja noch Jeff Sessions Generalstaatsanwalt, der sich ja auch von der Russland-Untersuchung ausgenommen hat. Und solange der im Amt ist, kann nichts ganz Schlimmes passieren. Habe ich da was verpasst?
Ja, meine Güte, das ist, die Welt ist am Abgrund. Machen wir uns nichts vor. Ja? Naja, jetzt ist erstmal so viele weibliche Senatoren. Was war das? Zwei Muslime sind drin, ja. Ein bekennender Homosexueller. Also ja. Ja. Das ist, finde ich, dann schon ein Vorteil. Ja. Seit 8 Jahren war, glaube ich, Demokraten das letzte Mal in der Vorhand, wie heißt das? Vorne, also in der Mehrzahl im Kongress. In der Mehrzahl, im Kongress. Ja. Wir kriegen das selber nicht hin. Was Geiles, was ich gelesen habe, die Republikaner haben irgendwie 12 oder 13 Senatorensitze dazu gewonnen bei den Midterms. Die Demokraten haben aber 9 Millionen Stimmen mehr bekommen. Ja. Cool, die um mal John so Oliver zu zitieren. Geiles System, ey. Ja. Wie viel waren das? Wie viel? Ich glaube, was war das? 1,4 Millionen Afroamerikanische wurden nicht zugelassen, weil halt irgendwie ein Komma, ein Ü-Punkt oder irgendwas vermeintlich fehlte. Wahnsinn, Alter. Ja. Also gesagt, allein dieses System, sich aktiv registrieren zu müssen, dann da ewig Schlange zu stehen, weil auch die Wahllokale organisiert sind, wie hier bei einer Schülerwahl. Ja. Also, unglaublich. Und dann halt auch, dieses, hast du das bei Trevor Noah mitbekommen? Die haben ja dann auch immer die Abstimmungen über irgendwelche Beschlüsse da. Und in Florida, da ist der Entschluss verbunden mit Offshore-Drilling. Also wenn du das verbieten willst, dass vor der Küste Ölbohrplattformen stehen, dann stimmst du gleichzeitig dagegen, dass in Innenräumen gewaped werden darf. Gewas? Gewaped, also mit so einem... Achso, Vaporisierung. Ja, okay. Ja. Das ist ein Beschluss. Wer schreibt denn das? Ein Hund. Also, ist das dieses komische, kennst du dieses Fallspiel, wo du so einen Satz schreibst und zum Schluss kaputt lachst? So, du schreibst Prädikat, das in der Schule so gemacht hast. Und so werden dann Gesetze oder was? Ich schreibe den ersten Teil, der Betrunkene hinten den zweiten. Ja, oder wie, das ist wie Cards Against Humanity, wo jeder seine lustigste Antwort raussucht. Ja, coole Also wer Zeiten. Gegen Fracking ist, der ist dann aber für Live-Haut abziehen bei Tieren oder was? Ja, richtig. Ist ja wohl, sind aber zwei vollkommen plausible Punkte, um mal Al Bundy zu zitieren. Nacht, Mond, Wolf, Schuhe. Oh, verdammt, ist eine Nase. War das diese 555-Schuh-Folge? Nee, das war die Mitternachts-Notausverkauf-Folge, wo er mit Griff zusammen 24 Stunden im Laden sein muss in einem Wolfskostüm. Und zu lange her. Ja, ja. Aber eine gute, also mir auch nur in Erinnerung geblieben, wegen dieses am Ende im Ton hochgehenden Schuhe. Ja, also ich fand die deutsche Synchro auch echt gut, muss ich sagen. Ja. Also auf einen kann man nichts sagen. Nee. Ja, was machst du gerade? Du bist jetzt gerade in Podcast Dr. mit dir. Dr. Sex die Woche oder was? Ja, ich glaube, es hat wieder einen Job als Vertretungslehrer angenommen. Heute wäre mir fast die Hutschnur geplatzt. Ja, das ist so geil. Seitdem du Vertretungslehrer bist, redest du aber auch so. Freunde, mir platzt hier gleich die Hutschnur. Es ist auch für mich die sechste, ja? Gar nicht wegen der Schüler, sondern wegen der Workshop-Leiterin, die so verplant ist. Die hat dir einen Alkohol geklaut oder was? Aus deinem Fach. Da stand mein Name drauf auf der Wodkaflasche. Wodka Shotaka. Blaue Fanta für alle Uneingeweihten. Shotaka. Also mit der Workshop-Leiterin irgendwie noch ewig geklärt, irgendwie so, diese Präsentation, die wir am Ende machen, also für die meine Gruppe zuständig ist, die das alles ein bisschen zusammenhält. Wo ich meinte, können wir das in Keynote machen? Also quasi Apples Version von PowerPoint, weil wir mit iPads arbeiten. Können wir das als PowerPoint-Präsentation machen? So, nee, wir müssen das in dieser App machen, in dieser Actionbound-App. Also Actionbound. Ach, irgendeine dumme, dümmste App der Welt. Wo sie noch meinen, dann können die Schüler das in der Schule spielen. Die Schüler noch nie von dieser App gehört. Warum auch? Ist das sowas wie Fortnite? Ja. Und jedenfalls haben wir das dann irgendwie mit Biegen und Brechen, Dirk hat gerade einen mega Floss-Dance gemacht hier, für alle, die es nicht gesehen haben, irgendwie hinbekommen, das in dieser App einzubauen, die auch nicht dafür gemacht ist, so eine Präsentation zu machen. Und heute meinte sie zu mir, so, ja, aber wo ist denn euer PowerPoint? Wie bitte? Das ist in Actionbound. Die Videos und das musst du doch als PowerPoint machen. Ich mache diesen Kurs. Da habe ich einen Theaterkurs gegeben. Da war ich nicht dafür verantwortlich. Ich mache diesen Kurs zum ersten Mal. Sie kennt sich überhaupt nicht damit aus. Ich habe dieses ganze Ding da irgendwie reingeprügelt mit den Schülern in ein System, was nicht dafür gemacht ist.
Ja, und es funktioniert trotzdem. Das ist das Beeindruckende daran. Wir haben das funktionierend auf die Beine gestellt mit animierten Überblendungen, die wir in iMovie gebastelt haben. Und dann sagt sie, nee, das brauchen wir aber in PowerPoint. Das geht nicht in der App. Ich habe sie, wo ich auch noch... Hat sie das vor den Schülern gesagt oder warst du da alleine mit ihr? War allein mit ihr, wo ich dann gesagt habe, ich hab dich explizit danach gefragt und du hast mir explizit gesagt in der App. Und was war dann ihre Reaktion? Ah ja, da haben wir uns missverstanden. Ja, weil du fucking dumm bist. Wie, da haben wir uns missverstanden? Du stellst ja eine Frage, sie gibt eine Antwort und dann machst du es so und dann sagt sie, da haben sie mich ja ganz falsch verstanden. Ich habe was anderes gedacht. Ja, eben, genau. Ich habe ganz anders gemeint. Cool. Ist die irgendwie verwandt mit Trump oder so? Die ist ein Hund. Die ist wirklich so ein nasser, die sieht aus wie ein nasser Hund. Riecht wahrscheinlich das so. Unglaublich. Also, naja, auf jeden Fall können wir dann morgen noch eine PowerPoint basteln. Tada! Cool. Ansonsten bin ich tatsächlich dieses Mal angenehm überrascht von meiner Gruppe. Jetzt, wo die Arbeit so ein bisschen zusammenkommt, die haben sich jetzt alle so ein bisschen eingekekst. Aber hast du nicht gesagt, die haben alle keinen Bock und Haltungsstörung? Ja, inzwischen, das ist. Ah, Herr Dr. Sebastian. Gegen die Haltungsstörung, das Übergewicht kann ich nichts machen, aber... da ist der Zeitrahmen nicht da, aber ansonsten... Siezen die dich immer noch und sagen Sebastian? Sebastian Sie, ja. Ich hoffe, die denken, dass du Sebastian Sie heißt. Wie heißt der nochmal? Sie? Sie Sebastian! Oh, Jesus Christ, ja. Sagst du dann, ja, Mr. Björn? Ja, Mr. Björn? Cool. Das klingt ja eigentlich ganz gut. Ja, aber wenn du sagst, du kriegst dich da ein und dann hast du ja, das ist, ich habe jetzt inzwischen raus, wo ich stehen muss im Raum, bei welchen die sind an der jetzt, Tafel. Das nee, die sind jetzt an der Tafel. Ja, wir haben keine Tafel. Moderne Unterricht. Du sitzt an so wahrscheinlich Gruppentischen. Gibt es überhaupt Tische? Oder ja, wir sind tatsächlich eine Gruppe mit normalen Tischen und wir haben jetzt ein paar, die dann am Computer was machen. Die basteln die Sachen für den Hintergrund. Wir haben welche, die was schneiden am iPad und die anderen machen die Moderation. Mit der Moderationsgruppe mache ich Artikulationsübungen und ein bisschen, wie steht man da. Das sind die stehen können. Nicht lange, aber... Wenn eine Wand da ist. Was? Immer. Das wäre ganz geil, wenn Hans Meiser damals immer halt irgendwie eine Wand gehabt hätte, wo er sich gegenlehnt. Ja. Ja, ich bin Hans Meiser. Willkommen zu, wie heißt die Sendung? Notruf. Ja, bei dem habe ich damals gelernt, dass wenn du dich angurtest, nochmal einmal kräftig nachziehen. Ja. Dass du das Gefühl hast, okay, jetzt ist echt eng. Weil war in diesem komischen Überfall, Übersturz, keine Ahnung, Übersturz, sehr gut. Überfall auch nicht. Wenn ein Überschlagsimulator, also ein komisches eingeschraubtes Auto, sowas, und dann hat dann der Feuerwehrmann die ganze Zeit die Folge gequatscht, und es war total geil, weil, glaube ich, das nicht geprobt haben. Mhm. Und dann rutscht halt die Brille hoch, das Mikro rutscht ein bisschen so und immer so, und jetzt merken sie, hätten sie den Gurt festgezogen und meint, oh Gott, die Hände über den Kopf, und dann der so schräg. Hätten sie sich angeschnallt, wären sie jetzt nicht gestorben in diesem Simulator, Herr Meiser. Ja. Aber da hat er wahrscheinlich seinen goldenen Aluhut davon getragen. Ja, da muss irgendwas passiert sein. Ja, apropos, liegt hier irgendwo noch mein linksradikaler SPD-Stift? Mich verdaddelt. Macht man sich ja jetzt gleich zum... ist ihre... Sie sollten mal ihre Sachen abholen. Nee, das hat sich erledigt. Ich hole es nicht ab. Gefällt mir nicht. Das ist... Man hört mehr Geräusche als sonst. Wahrscheinlich jetzt sind die Bauarbeiter weg und jetzt sind Menschen hier im Haus. Über mir wird ein bisschen gewuselt gerade oder wurde gewuselt. Ist jemand eingezogen oder was? Zumindest haben sie in der Wohnung was gemacht. Also das war das, wo ich meinte, sie haben die... Die sind alle gleich geschnitten. Die Heizungsrohre abgeflext, ja. Ach nee, Quatsch. Jetzt mittlerweile haben sie ja irgendwie, also gleich geschnitten, aber Wände durchgezogen, ne? Irgendwie Trockenbauwind. Ja, unter mir und über mir, würde ich mal sagen, waren sie nicht ganz so irre. Also du sitzt quasi in einem fensterlosen Raum. Ja, es gibt so ein Oberlicht in dem Raum. Der in einen Raum mit Fenster führt. Der nimmt das Licht aus meinem Bereich. Ja. Cool. Ja. Was ist denn das für ein Raum? Das kann ja nur ein begehbarer Schuhschrank sein. Also. Arbeitszimmer vielleicht. Aber ganz traurig. Ja, Kiste. Weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, die haben eine WG. Ich weiß, die weniger. Das ist ja auch voll WG-mäßig geschnitten. Ja, ich meine, du kannst in einer WG wohnen. Hat einer drüben das kleinere, aber hellere Zimmer dafür. Und also, als das hier eine WG war, war das ja immer die Sache: das kleinere, hellere Zimmer. Und halt die Kammer als begehbaren Kleiderschrank, sodass du deine Klamotten und so nicht in deinem Zimmer abstellen musst. Echt? Ja. Die Kammer war ein Kleiderschrank? Mhm. Okay. Jetzt ist sie halt einfach irgendwie ein
Na, inzwischen sind die, meine Schreibtischdinger sind ja raus. Also, deine Schreibtischdinger? Ja, mal die Gerüstbohlen. Ah ja. Auch Dieter stimmt, genannt. Das ist aber auch noch nicht fertig gebaut hier. Na, die Tischkufen kamen ja die Woche und was soll ich machen? Die kommen jetzt am Samstag nochmal und dann wird hier... Kannst du jetzt als geschraubt. Präsentation einbauen. Wenn ihr jetzt beispielsweise eine Baushow moderieren müsst und die dann als Präsenter, also egal, ihr müsst jetzt den Tischzähne bauen. Kein Bock mehr, hier ist die Kufe. Viel Spaß. Ja, nee, Samstag sollten die ankommen. Und dann kann ich mir einen Eckschreibtisch bauen. Klaus, ich hätte mal eine Frage. Ja, das ist ja das für alle, die jetzt noch nicht eingeschlafen oder abgeschaltet sind. Das ist ja das ist auch schon so ein Bingo-Ding, das hast du auch Format, schon tausendmal gesagt. Ja, es ist auch immer wieder lustig. Du hörst die eingeblendet, ich würde jetzt hier lachen. Ich kriege viele Briefe, ja, die sagen, das ist immer mein Lieblingspart, wenn er sagt, wie scheiße eure Sendung ist. Schreibt uns an @fürnüsse.gmail. Gmail. Naja, nehmen wir, hier geht es um Fragen. Ihr wisst doch. Timo, heute ist echt dein, Timo, ich breche jeden Satz ab. Stark. Ja, hat doch alles keinen Sinn mehr. In 20 Jahren ist die Erde unbewohnbar. Was machen wir hier eigentlich? So. Abonnierst du immer noch die Wahrheit heute? Zu deiner Frage. Ja, du hast ja damals immer schön viel irgendwelche Nacktaufnahmen im ehemaligen Freizeitpark hier Berlins gemacht, oder? Warst du nicht irgendwie immer so ein Scherz? Ja. Ich war nicht nackt. Ich war. Ja, komm, jetzt wieder eine geile. Ja, was zieht er denn da an seinem Kabel, während er sagt, ich war nicht nackt? Okay, und ich war ja als Kind, wie ich ja fast großgezogen mit den Heidepark-Events. Ja. Da kam mir natürlich die Frage, wie würde denn unser Freizeitpark aussehen, wenn wir ein... Also ich meine, da im Freizeitpark ja ziemlich groß ist, könnte man auch sagen, es ist der Dirk- und Klaus-Park. Das heißt, wir hätten so nicht verschiedene... Nicht Dirk- und Klaus-Land? Da geht schon mal los. Ja. Würdest du sagen, das ist... Land oder eher Park? Ist es eher aktiv machen oder drin sitzen und nass werden und rumgeschaukeln und kotzen? Also es gibt ja halt... Also wir haben einen kleinen Raum, der einfach nur ganz schnell vibriert. Naja, ich meine, so, es gibt ja mittlerweile echt so eine... Die verändern sich ja ein bisschen, so Freizeitparks, die in den... Wem sagst du 80ern das? Ist jetzt... Also ich meine, klar... Dinge werden nicht abgerissen, wenn sie sich nicht tot gewartet haben. Aber da kommen ja vielleicht ein paar Sachen dazu. Also ich meine, ich kann mal sagen, ich war als Kind des Öfteren im Heidepark. Sollte, ich glaube, jetzt heißt es Heidepark Resort. Ich weiß nicht, warum das dann so heißt. Wahrscheinlich, weil da halt so... Das ist jetzt Naherholungsgebiet. Ja, weil du hast fette Hotelanlagen direkt am Park dran. Und die machen halt Mördergeld mit nicht... Also mittlerweile, glaube ich, kostet das ein Fuffi am Tag. Und, und dann machen die halt noch mehr Geld, wenn die sagen, ja, wenn hier aber eine Familie aus Erkenschwick kommt, dann fährt die ja einen halben Tag oder einen ganzen Tag. Dann sollen die halt am Freitag kommen und am Montag wieder fahren. Und dann machen wir halt dann irgendwie 2 Übernachtungen oder 3 Übernachtungen. Und dann sind die in unserem wahlweise Piratenhotel oder wahlweise Donuthotel oder sowas. Und dann geben die halt dann nicht normal wie eine Familie am Tag hier, wenn es 4 Köpfe sind, vielleicht insgesamt 300 Euro aus oder was mit Essen. Sondern dann kriegen wir die hier halt fürs ganze Wochenende für 600 Euro. Ja. So, und dann sagen wir denen, ja, ist all inclusive und die trinken die ganze Zeit irgendwie Leitungswasser mit Softgeschmack oder halt dann dieses Billo-Buffet. Aber da kriegst du ja die Leute auch mit. Ja, satt. Ja, und, also und das Gefühl von wegen, denen wird was geboten. So. Ja, also ich erstmal meine erste Attraktion ist eine unglaublich lange und unglaublich teure Achterbahn. Ich dachte, wir sprechen über den Eingang, dass man irgendwo reinkommt. Aber du hättest gleich so eine Monsterattraktion, die im Nirgendwo steht. Also unsere Zuhörer essen jetzt erstmal so im schwarz und, puff, und da ist dann plötzlich eine Mörderachterbahn. Und da können die Eltern die Kinder reinsetzen und die Fahrt dauert genauso lange wie ein Saunagang in der Sauna daneben für die Erwachsenen. Also das heißt, je nach Saunist für 8 bis 15 Minuten. Genau, das heißt, du schickst... 15 Minuten eine Mörderachterbahn. Also so viele Gehkräfte, dass das Kind danach getrennt ist von Knochen und Haut oder was. Ich habe nicht gesagt, besonders spannend, sondern besonders lang. Das ist einfach eine 15 Minuten gerade Fahrt durch die Pampa. Das Klassische, dass jeder erstmal Angst kriegt, dass er erstmal so einen Berg hoch und dann die ganze klick, 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 klick. Und dann nach einer Minute merkst du, scheiße. Und siehst halt das Ende nicht und das Ding geht halt einfach mal so 15 Kilometer in den Himmel. Klick, 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 klick. Und dann rast es aber nicht runter, sondern wird dann halt mit so einer Klickbremse in so eine Endlosschleife runter. So klick, 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 klick und alle denken, und dann wie wir mit Angst dann
halt irgendwie da auf so eine perverse Höhe. Ja. Wir würden halt nur sterben. Wir würden uns total, und so müsst, also mehrfach gegurtet. Das ist ja auch mal die Gurte, die sind ja teilweise, zu, also klar, erstmal Sicherheit, aber teilweise gibt es auch noch psychologische Extra, so wie, keine Ahnung, das Ding rastet auf jeden Fall ein, ja. aber es gibt dann noch den Clip zwischen Arsch und Brust oder sowas, diesen Textilclip. Und das sind meist immer so eine psychologischen Dinger, dass man sagt, guck mal, hier ist auch noch sicher. Mhm. Und du denkst, ah ja, aber das, also bei mir ist es ja wahrscheinlich wie bei dir auch, wenn du in so ein Fahrtgeschäft drin sitzt, geht's runter und dann sagt er, okay, das reicht und du zückst doch ein, drückst doch ein runter, dass du das Gefühl hast, dir drückt gleich irgendwie der Wirbel raus, weil sonst, jetzt hier gegengerotzt. Weil sonst, also du musst verschweißt werden mit diesem Sitz, weil sonst passt es halt nicht. Also beziehungsweise dieses Gefühl von, ich könnte mich irgendwie bewegen, mehr als der Sitz. Das ist so, oh Gott, wenn ich darüber nachdenke. Ich bin ja eh kein Fan von so Fahrgeschäften. Also alles, was hoch ist. Ja, aber alles, wenn du Mädchen kennenlernen willst, dann machst du ziemlich viel Kack. Wenn du irgendwie eins kennenlernst, was sagt man denen? Freizeitpark, sagst du. Ja, cool. Der Mann kennt mich. Ja, ich habe die letzten Tanzen gesehen, weil Mädchen getanzt hat. Unangenehm. Ja. Jedenfalls. Nee, ich weiß ja auch, ein Freund von mir, den ich aus Schulzeiten kenne. Ja, genau. Der ist ja jetzt. Der Nennen wir ihn Bob. Bob. Bob ist jetzt in einem Unternehmen. Hauptmann AD Bob. Hauptmann AD Bob ist jetzt in einem Unternehmen, die. Das so heißt Company Factory wahrscheinlich. Mhm. Die Industrieschweißnähte abnehmen und der meinte auch, wenn der so auf Fahrgeschäfte. Aber die müssen auch dranbleiben. Wenn der auf Also an so Fahrgeschäften vorbeikommt, dann meint auch so, da dreht es einem den Magen um. Was ja, vor allen Dingen reisende Fahrgeschäfte, so wie, weiß nicht, irgendwie einmal im Jahr Rummel in Berlin. Ja gut, da hast du mal eine Schraube verloren unterwegs. Ja. Ist, also, der hält auch mit 3 Schrauben. Wollte ich gerade sagen, 19. Also, da gibt es dann halt immer den bekannten TÜV-Abnehmer, der dann einmal rumgeht und dann hat der schon einen Bommelünder drin, weil er dann halt irgendwie... Halt, ein Korn. Wie immer. Steck ihn in die Frikadelle. Es sieht immer aus, als ob bei einer Frikadelle nuckelt. Was? Ja, also das sind da, ja. Ich weiß damals, als ich kurz nach dem Bau vom Kolossos, der größten Holzachterbahn Europas, die im Heidepark steht, beziehungsweise damals war es so, die ja halt keine Loopings hat, sondern nur auf und ab, so wie die amerikanischen Originale aus den, oder weiß nicht, ob es das Original ist, aber ich würde mal sagen, dran orientiert, wie die damals in den 20er, 30ern, die ersten Dinger, keine Loopings, sondern nur Berg- und Talfahrten. Ja, da in, wie heißt das, Rhode Island? Da an der New Yorker Küste, am New Yorker Strand. Ja, ja, genau. Da gibt es so ein ganz berühmtes Fahrgeschäft. Und das Ding war halt einfach pervers hoch. Und ich weiß noch, als wir damals mitgefahren sind, haben wir alle gesagt, weil es alles Holz ist, dass das einzige Mal ist, wir es fahren, weil in 5 Jahren ist das Ding verrottet. Das war so unsere Idee, weil wir dachten, Holz ist Holz. Ja. So, ja. Natürlich haben wir arschteures Holz. Ja. Und das haben sie natürlich dann auch irgendwie milliardenfach lackiert. Ja. Und das Ding wird, glaube ich, irgendwie permanent durchgewartet. Also muss halt dann irgendwie vorne anfangen. Die Lackierer und, gehen einmal rum und, wenn, und dann geht es halt weiter so. Dann ist halt eh schon wieder alles abgespült und können die weitermachen. Also das bei uns auf jeden Fall Holzachterbahn aus unbehandelter Fichte. Nice. Kommen Sie, staunen Sie, erleben Sie. 2 Tage ist das auf oder da. Die biegsamste Achterbahn der Welt. Die ersten Biber reiben sich schon die Pfötchen. Holz so weich, dass sie mit bloßem Finger ihren Namen reinschreiben können. Ja. Geh sie ein bisschen weiter weg, wenn es losgeht. Es splittert immer was ab. Hm. Ja, was ich sehr toll... Sägerau. Sägerau? Ja. Was ist Sägerau? Sägerau ist, wenn du so Bauholz im Baumarkt kaufst. Das ist einfach nur direkt aus dem Sägewerk. Ach, das nennt sich dann Sägerau. Genau. Ja. Das ist bescheuert, ey. Anstatt irgendwie ein Holzbalken. Nee, das ist Sägerau. Ja. Was ich immer geil fand, wenn wir in Heidepark angefangen haben, es gab halt so eine Bimmelbahn, die auch immer erweitert wurde, weil es halt einfach ist. Du hast halt kleine Schienen, die du halt irgendwo hinschmeißen kannst und damit was in Pimmelbahn, irgendwelche lustigen Witze. Super. Konnte ich sehen, nur geil, dass es raus muss. Bimmel klingt wie Pimmel. Und schon wie wieder. Wie ich bereits sagte, der Mann kennt mich. So ein Hamster im Kopf, der an der Tastatur sitzt und da ist nur so ein Knopf auf dem Pimmel steht. Puff, ich habe ihn. Gerne auch mit der Stirn betätigt. Ja, jedenfalls geht diese Bimmelbahn durch den ganzen Park und zeigt halt neue Attraktionen, alte, bla bla. Und das fand ich immer total faszinierend, weil du halt nicht
an festen Fahrgeschäften vorbeifährst, sondern die haben es versucht zu integrieren, dass du halt unter die Achterbahn durchfährst, keine Ahnung, über die Wildwasserbahn, an irgendwas vorbei, aber schon so, dass du immer drin bist. So, dass du halt nicht sagst, das ist das und das ist halt die Hauptstraße, sondern fährst halt durch. Das fand ich jetzt geil. Und das, glaube ich, hätte ich auch ganz gerne. Bisschen spektakulärer. Das halt so eine Bimmelbahn ist meist eben, aber dann halt auch echt mal, dass du unten drunter, das, keine Ahnung. Zum Beispiel sind die ja meist irgendwie so Strombetrieben. Dann hast du halt ein großes Restaurant, das Dirk und Klaus Fressparadies. Und da fährt dann halt die Bimmelbahn auch durch. Da müssen aber die Stühle mal kurz beiseite. Dann geht dann halt der alte Saloon-Türchen auf und dann. Alle Gäste, die es kennen. Oh. Und das ist auch das günstigste Restaurant von allen. Ja. Aber es ist ein Event-Restaurant, weil du hast eigentlich freie Platzwahl. Mhm. Du musst aber alle 15 Minuten halt Tisch und Stuhl musst du selber wegschieben. Schön mit diesem Metall auf Holzboden-Geräusch. Genau. Und Hauspolitik ist, wenn du an einem Tisch sitzt, bist du für den Tisch verantwortlich. Ja. Das heißt, wenn die Bahn dann deinetwegen halt gegen Tisch knallt, dann zahlst du Tische. Mhm. Das ist eine Kooperation mit IKEA. Beziehungsweise die Bahn, je nachdem, was stabiler ist. Ja, die Bahn ist von Tesla und die Tische von IKEA. Ich finde auch, du sagst ja, die wird mit Strom betrieben. Ich finde ja so eine romantische Bahn, die mit Kohle betrieben wird und mitten durchs Restaurant. Also nicht die nach Kohle aussieht, sondern wirklich Kohle betrieben ist. Ja, dann kannst du auch gleich so einen Smoker vorne drauf haben. So die fährt dann eine Holzkohlebahn. Viertelstunde vorher wird so gleißendes Licht angemacht. Alle denken so, was ist denn? Ach so! Ali! Romantische! 14:30 Die heißt dann auch Happy Coal Mine oder sowas. Ja. White Clean Coal. Ja, das ist auf jeden Fall schon eine Idee. Ich finde generell so Fressalien ist so ein bisschen wie bei Theme Park Manager, falls ihr euch daran noch erinnert. Ja, da muss ich halt auch dran denken. Ja. Versalzene Fritten und direkt daneben die Limonadenbude. Ja, aber meinst du nicht, das würde auffallen, beziehungsweise würde relativ schnell halt irgendwie zu schlechten Bewertungen auf Whip-Di-Doo führen? Ah ja. Ja, Whip-Di-Doo, unser hauseigenes Bewertungsportal. Es gibt nur super oder... Das auf jeden Fall, wir brauchen eine App. Eine angebundene App, die nur bei uns funktioniert, so ein bisschen wie Pokémon Go, dass wir die Leute durchlotsen können. Ja. Oh, das wäre geil, dass du halt auf der App wie Pokémon Go die ganzen Erlebnisse und Planen und Karten sowas und dass du halt dann immer kurz vor den Ländern hast dann immer irgend so eine komische Figur, die dann auch auftaucht und die immer nur in den Länderbereichen ist und dann, hallo, ich bin Oskar, ich zeig euch, muss ja nicht Oskar, also wir kommen jetzt auf Oskar, ich zeig euch jetzt alles. Unser zweiter Zuhörer ausgerechnet. Ja, seit einem halben Jahr nicht mehr. Leute. Ja, gut. Deswegen. Und du kannst die Leute mit der App dann an die Fahrgeschäfte leiten, wo die Schlangen nicht so lang sind. Weißt du, was ein ekliges... Geh doch mal direkt an die Wildwasserbahn, ohne Wasser. Da ist nämlich was ganz Perfides passiert bei den ganzen Großen, also Heidepark und Europapark Rust und so was. Da kannst du noch mehr zahlen beim Eingang, also als Ticket. Und du hast dann ein VIP-Ticket. Das heißt, du gehst dann zur Achterbahn und da stehen die Affen dann. Und da steht es von wegen hier, Wartezeit 2 Stunden oder links, besserer Mensch. Dann kannst du halt da durchgehen. Dann kommt so ein Personal Assistant und sagt dann, einmal FDP bitte. Genau. Nice. Ehrlich, also das ist halt total krass, weil die wissen halt von wegen, die Fahrgeschäfte sind halt die Fahrgeschäfte, es dauert, wie es dauert. Aber du gibst mittlerweile mit VIP-Scheiße richtig viel Kohle. Weil das das machen wir auch, aber wir nennen es private und gesetzliche Fahrgäste. Das ist ja auch schon diese Idee von keine Ahnung, irgendwie deutschen Systemen in irgendwelchen Themenparken, so von wegen Verwaltungspark oder sowas. Haben Sie eine Anmeldung für die Achterbahn? Dann, wahrscheinlich hängst du dann, das wäre auch ganz geil, irgendwie Achterbahn, ratterst du halt hoch, so, weiß nicht, 50 Meter und dann hängst du da und siehst halt dieses klassische Hängen aber dann vorher wirst du halt dann gefragt, haben Sie denn schon Dings ausgefüllt, was? Und dann, nee, das ist falsch und dann hängst du so lange, bis eine richtige Formulierung oder richtiges, keine Ahnung, und dann wirst du ausgeklinkt und schießt dann los. Okay, anschließend an die Idee, du hast ein Formular, was du ausfüllen musst, um wieder auszusteigen aus der Achterbahn. Du musst es aber in der Achterbahn ausfüllen. Und wer das nicht ausgefüllt hat, leserlich, fährt einfach noch eine Runde mit. In Druckbuchstaben, bitte. Ja. Druckbuchstaben, wie kann man das an die Kinder erklären, die heute nicht mehr schreiben können? Naja, die Buchstaben, die sie vom Handy kennen halt.
Ja, malt die nach. Ja, die Caps Lock Buchstaben vom Handy. In der Fortnite-Schriftart. Gibt es irgendwelche, also ich meine, hätten wir so einzelne Länder nach Themen, dass wir sowas, keine Ahnung, das Wasserland, so von wegen, keine Ahnung, Neptuns Reich oder so, eine lächerliche Idee. Oder würden wir sagen... Deutsches Reich. So ein Reichsbürger-Themenland. Das hat doch Verschwörungstheorie-Land. Na, aber das musst du ja dann halt auch irgendwie... Hallo? Ah ja, das musst du ja dann auch irgendwie den Verschwörungstheoretikern nahelegen, indem du nicht Verschwörungstheorie-Land nennst, sondern sagst von ihm Wahrheit oder sowas. Das Rothschild-Land. Die Pyramide der Wahrheit. Ja. Das Museum der flachen Erde befindet sich darin. Und der Erlebnisritt, wo du erleben kannst, wie es ist, wenn du vom Rand der Erde fällst. Krass. Da haben die Flat Earther, habe ich das erzählt? Dass du schwebst dann ewig durch den Äther. Ewig. Ewig durch den Äther. Ich dachte, dann würde diese monstergroße Arche da auftauchen. Ach nee, jetzt von den Kreationisten, ja. Ja. Vielleicht können die arbeiten bestimmt. Ich meine, dann kannst du mal das erleben, weil du kannst ja nicht vom Rand der Erde fallen, weil da diese riesen Eismauer ist und die Weltregierung das Schiffe lang patrouillieren lässt. Deswegen ist es ja, in den Polen arbeiten sie immer zusammen. Ja, da ist ja dann plötzlich, wie jetzt, ja, da ist dann Moskau, da ist dann ja, Amerika. Wie, wie die Sowjetunion alle. Und das Deutsche Reich. An den Polen arbeiten sie zusammen. Das ist dann der Gag, das Gagland. Gagland ist auch gut, ja. Wo keine Fahrgeschäfte sind, aber alles sieht danach aus. Das ist halt der Gag. Kommst halt rein, siehst halt so eine Mörder-Achterbahn aufgebaut und dann, na, willst du einsteigen? Wo denn? Ja, und dann in den Bahnen sind dann Furzkissen auf den auf also den gibt's doch Fahrgeschäfte. Nein, es gibt Bruchstück. Ich habe noch kein Bild von irgendwas. Es gibt nur die Bahn. Kein Fahrgeschäft, nur die Bahn, die ewig auf so einem Stück Schiene steht. So. Und das führt in so ein Gemälde und du setzt dich dann rein auf so ein Furzkissen und steigst auf der anderen Seite wieder aus, musst aber das Furzkissen wieder aufpusten. Und du kannst dann, das ist das Fahrgeschäft, also du kommst rein durch den Eingang, alle nehmen Platz, setzen sich auf Furzkissen, furchtbar lustig, dann pustest du das Furzkissen wieder auf, nimmst den Ausgang auf der anderen Seite, kommst dann zu so einem einseitig verspiegelten Glas und du kannst dann die nächsten Leute beobachten, die sich auf das Furzkissen setzen, was du aufgeblasen hast. Du musst dich aber beeilen, das ist nicht vorher vielleicht. Warten Sie. Und dann hast du einen Knopf. Und dann ist es, bitte setzen. Die nächsten. Du Scheiße. 8 €. Ich war damals beim England-Austausch 96 in der Nähe von Bristol in den Alton Towers Park und da hatten die was in Deutschland, ich weiß nicht, ob es jetzt, ich war ewig nicht mehr da, aber in Deutschland noch nicht existierte. Und zwar bist du in so ein Gruselhaus reingegangen, also diese Kombination, was du aus dem Jahrmarkt kennst und die Fahrgeschäfte aus dem Themenpark. Und da war dann halt das ganze Haus, war dann halt so eine Gruselattraktion mit festen Dingern, wo du durchgehen musstest, ein bisschen gruselig und dann halt, wo ein paar Erschrecker kamen. Und das Geilste war, wenn dann halt so Räume, du hattest da halt immer feste Wege, die du gehen musstest und manche Räume waren um ein paar Grad verändert. Und du hast dich dann irgendwie, und der Mittelsteg war halt dann, auf dem du gegangen bist, war gerade. Und du gehst dann halt in den Raum rein, der leicht verdreht, also leicht von der Gradzahl verändert ist und du hältst dich automatisch halt am Geländer fest, weil du denkst, oh mein Gott, obwohl du halt gerade stehst. Das ist halt echt lustig. Diese auf dem Rummel war oft diese komischen sensorischen Dinger, dass du halt durch einen Tunnel da rennst oder in diesen komischen Aufzug, der dann ewig in den Keller fährt und abstürzt, und obwohl du halt nur in so einer kleinen Maschine stehst. Und so eine Sache hatten die ja verbunden, was halt in den großen Freizeitparks hänge ich das nicht. Weil das wahrscheinlich schwierig ist, da nicht nur irgendwie 100 Menschen durchzuschicken, sondern du musst ja tausende Menschen durchschicken. Ja. Deswegen muss es halt größer sein. Und dann hast du wahrscheinlich wieder nicht diese Möglichkeit zu erschrecken. Weil je weniger du da durchschickst, desto mehr gruselig wird. Also das ist halt... Ja. Aber es hat irgendwie funktioniert, weil du warst dann halt... Also es waren schon mal so Stopp und nicht mehr als 30 oder sowas und dann bitte weiter und weiter. Aber für den Moment... Natürlich ist dann halt immer dunkel, total lauter Sound, dann flackert mal was auf, da springt was hoch. Aber da habe ich gedacht, das ist schon
Obwohl, ja, ich war ein paar Jahre, vor ein paar Jahren beim Heidepark, da war auch irgend so ein Scheiß in der Nähe vom Kraken, also dieser Achterbahn, mhm, wo da halt alle nebeneinander sitzen, ja, also mehrere nebeneinander sitzen, weil früher waren immer nur zwei und das ist dann, weiß ich nicht, 7 oder 8 oder so. Und glaube ich, davor konntest du auch durch so ein Erschrecker-Ding gehen, aber es war halt nicht so spannend. Ja, das war halt eigentlich nur so ein Vorbote. So ein Erschreckerhaus kenne ich auch, mit Leuten, die so eine Kettensäge, also ja, dann halt ohne Kette haben, dann stehen sie einfach, kommen so um die Ecke gesprungen, ja, mit diesem. Es gibt ja hier dieses Berlin Dungeon, mhm, das ist ja halt so ein reines Erschrecker-Ding. Hat super Arbeitsbedingungen, habe ich gehört. Ich kenne nur ein paar, oder kannte welche, die da arbeiten, aber ich habe keine Geschichten gehört. Schlimm, also okay, wenig Geld, miese Stunden, kaum Zeit, okay, und die locken dann immer irgendwelche Schauspieler da rein, die sind dann halt an so einer gerade mal so sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstelle. Genau, das habe ich gehört, das lockt die genau, Leute so. Genau, du bist dann halt krankenversichert. So. Ja, und schräg gegenüber ist ja, was ja auch zusammengehört, ist hier dieses, wie heißt das, Ocean-Ding, Pacific, bla, also dieses Wasser-Ding, diese Wasserwelt, okay, in derselben Straße. Das ist auch irgendwie, gehört zu der Kette mit Legoland und Dungeon, okay, und Waterworld. Ist es nicht Waterworld? Heißt es da nicht so? Also der Film mit Kevin Costner ist gegenüber. Nein, aber du weißt ja die Straße von Berlin Dungeon. Da war auch in der Mitte da die Bahn. Ist das die an der Friedrichstraße, in der Nähe davon. Ja, aber es ist ja vorne an der Ecke. Ja, ja, ja. So, und die Straße, wenn du ein bisschen zurück auf der anderen Seite, da ist halt der Eingang zu dieser komischen Wasserwelt. Und das Ding gehört alles zusammen. Also okay, die Firma, die hinter dem Ganzen steht. Ja. Die hat halt auch Legoland und die hat diese ganzen Dungeons und noch irgendwelche anderen so Event-Sachen. Was ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, war das, mal für die Horror Nights im Europapark Rust gedreht und die drehen das ja richtig auf und da, und das ist echt ein Monster. Also ich würde sagen, der ist, glaube ich, größer als Heidepark. Also jedenfalls war ich da irgendwie einen Tag dann so drinne und rumgelaufen und angeguckt und die haben viel so die Kombination aus Fahrgeschäften und Durchrennen, wo du halt dann irgendwie so kindermäßig dann irgendwie so Spaß hast, also wo dann halt so hüpfburgmäßig durch so eine kleine Landschaft durch musst oder dann halt auch so ein bisschen, ich glaube halt so Grusel, aber das haben die halt auch zu Halloween haben die es ganz krass, da haben die halt 1000 Millionen Erschrecker, die überall stehen. Also es ist halt richtig krass. Und was auch krass ist, wie die ihr Geld verdienen, weil die ja nirgendwo stehen. Also die müssen die Leute ja für länger als einen Tag hinkriegen, weil sonst lohnt es sich nicht. Oder beziehungsweise für die Leute lohnt es sich nicht. Und die haben halt eine Monster-Hotelwelt. Und da haben wir dann halt auch in 2-mal gefuttert und das sind halt irgendwie krasse Bauten und dann halt auch diese Restaurants und dann halt auch mal so eine krassen Themenrestaurants, wo dann halt irgendwie Little Italy und das sieht dann halt aus, als ob jemand, der irgendwie aus Super Mario Land sich inspirieren ließ und nicht aus wirklich Italien oder so, also total amerikanisch-italienisch, wo dann halt übergroße Pappmaché Holzofen oder Steinofen gebaut wurden, wo du halt da so reinkrabbeln kannst und die ganzen Angestellten müssen leider alle aussehen wie Luigi oder irgendwie so die Richtung und die müssen, was möchtest du denn haben, du? Und dann immer versuchen so einen Fake-Akzent und müssen immer ein bisschen spielen, dann ist halt irgendwie, weiß nicht, im alten Rom oder so, wo dann halt der ein oder andere Angestellte dann halt echt so, weiß nicht, so einen halben Toga dich nur bedient und so. Also richtig unangenehm amerikanisch das, angeleitet. Aber das ist halt schon krass, weil du sitzt erstmal und denkst, was? Das will ich auch haben, so ein antikes Themenparadies bei uns im Park. Aber historisch korrekt. Ja, das heißt, du bekommst ständig irgendeine Lektion, die du gar nicht hören willst vom Personal. Verstehe jetzt nicht. Also du kommst in dieses, du denkst, es ist so wie das alte Rom mit irgendwelchen Gladiatoren und so und dann kriegst einen Rettich in den Hintern. Zum Beispiel, ja, und die klären dich dann halt auch so, ja, aber eigentlich in der Antike waren die Statuen, die wir heute als weiße Marmorstatuen kennen, bunt bemalt. So, ja doch, ich will es nicht mehr hören. Wussten Sie, dass die ägyptische Königsfamilie um Kleopatra eigentlich aus dem antiken Griechenland kommt und Abkömmlinge eines der Generäle von Alexander dem Großen sind, die sich geweigert haben, ägyptisch zu reden? Aber es wird immer voll sein. Du kommst da nicht mehr raus. Du kommst einmal in diesen Gang, denkst du, also kommst ist ja so ein Psycho Themenparadies, genau. Bereich. Und du musst da einmal komplett durch, was ewig dauert. Und das sind dann entweder irgendwelche Geschichtsstudenten oder ehemalige Geschichtslehrer, die da alle arbeiten. Ehemalige Geschichtslehrer, die zu langweilig waren für die Schüler. Wussten Sie, der ist dann im Ellbogen an der Tür. Weil wenn du schon an der Tür bist, wussten Sie eigentlich? Ich will doch nur hier raus.
Ja, das ist super. Ich hoffe, das ist dann halt, das ist dann der Eingang von unserem Coal Mine Restaurant, wo halt die Bahn durchfährt, ist dann, wenn du zu den Toiletten willst, dir in Toiletten drauf und wenn du durchgehst, bist in dem Bereich. Wenn ich mal ganz kurz fragen darf, warum eigentlich nur eine Bahn? Warum haben wir nicht eine Schiene, die sich kreuzt, sodass einmal aus Nord-Süd-Richtung und einmal aus West-Ost-Richtung und ständig hast du im Restaurant und die Schranken werden runtergelassen. Die Teller werden hochgerissen, Väter schieben die Tische weg, Kinder fangen an zu schreien. Und die haben auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung. So, was diese Dinge halt schaffen. Ist ja Privatgelände. Ja, genau. Nur in Kurven, damit sie halt nicht aus der Dings fällt. Aber davon wegen auf gerader Strecke schafft die alte Dampflok halt ihre, weiß nicht, 80 Meilen die Stunde. Oh, super. Ja, das ist natürlich dann gefährlich, aber ja, nicht für uns. Wir essen da ja nicht. Wir haben unser Privat. Aber wie findest du das, Kantine. wenn man die Leute ein bisschen irritiert, wenn man sagt von wegen, da sind die Toiletten, dann gehst du halt durch und bist dann in deinem alten Rom. Ja. So, und da suchst du nach den Toiletten und fragst natürlich jemanden und dann hast du jemanden, der dich vollquatscht und weiß nicht mehr, wie zurück ist, weil die Rückseite von der Tür, Toiletten aus der Coal Mine, steht da dann Personaleingang. Und natürlich nicht bereit, weil du guckst ja nicht mehr zurück, sondern das ist eine ganz große Landschaft und du bist total verwirrt. Irgendwann fängst du an zu weinen und pinkelst dich ein. Auch so Türen, deren Seiten nicht zueinander passen. Das ist halt einmal so eine, auf der einen Seite ist es so eine neue Sperrholztür und auf der anderen Seite so eine antike Massivholztür. So dass du die nicht mal mental zusammenbringen kannst. Das übrigens ist auch ganz gerne beim Europapark Rust, wenn du in so einem alten Kellergewölbe, in so einem alten Weinkeller bist und hast so eine richtig alte, schöne, verschnörkelte Tür und legst die Hand drauf und merkst, Mensch, da darfst du aber nicht zu doll drauf drücken, weil es so eine Pappmaché-Tür ist. Okay. Die so, und dann springt die halt auf wie nichts. Ich so, ja klar, also die werden jetzt hier nicht irgendwie alte Wackersteine irgendwie da alle aufeinander, sondern das sprühst du mit Bauschaum. Dann geht der Kollege vom Airbrush-Team nochmal durch und dann hast du halt eine neue Landschaft. Musst halt nochmal lüften, aber ist gut. Auch daran anschließend, wenn wir es vielleicht machen könnten wie bei The Cube, dass die Räume sich ein bisschen verschieben. Oh, die Leute sollen schon Spaß haben bei uns. Die werden Spaß haben. Sie kriegen Verwandtschaft, die sie lange nicht mehr gesehen haben und denken, immer die gleiche Touristentour. Sie hassen sie. Kommen sie in unseren Park. 43% kamen nicht raus. Sind jetzt fest eingestellt. Ich weiß auf jeden Fall, wo es Wasser gibt und Toiletten sind. Ich habe den Algorithmus geknackt. Hier, nimm den Knopf, damit du deinen Speichel lutschen kannst. Ja, wir haben jetzt, gibt es denn vielleicht noch so Bereiche, ich habe lustigerweise jetzt nur irgendwelche Restaurant-Dinger im Kopf, gar keine Fahrgeschäfte, aber vielleicht gibt es halt irgendwie noch The Dumble Inn oder sowas, das halt, weiß nicht, die Tassen, die du kriegst oder die Gläser, sind dann halt immer so gusseisern, so ein kleines Bier, 0,3 ist dann halt so, dass du schon greifen kannst, aber das sind dann schon 5 Kilo. Ja. So. Und wenn du ein großes Bier einen halben Liter haben willst, dann wiegt dann allein dieser Krug, also bist du dann bei 10 Kilo und so weiter. Dann halt, wenn du, obwohl essen kannst du ja irgendwo hinstellen, aber sowas vielleicht, was dann, und genau, Messer. Die Gabel, Messer und Gabel sind Messer auch an Gabel. Hand dran. Das ist dann halt auch sowas. Ja. Und dann aber ganz normale Kostaktionen, einen schönen Burger und so ein Zeug. Aber bitte hier mit Messer und Gabel essen. Das ist ganz wichtig bei uns. Ja. Dresscode White Tie. Also großer Ausgehanzug. Großer Ausgehanzug. Was ist denn der kleine? Mit schwarzer Krawatte und oder schwarze Fliege. War das nicht mal so ein Pastor bei ARD? Nee, nur Fliege. Schwarze Fliege. Hier ist ja Pastor, schwarze Fliege. Pastor, schwarze Fliege, er war ein Superheld, dann ging er zur ARD. Ja, aber den gibt es ja wirklich, ne? War 90er, oder? Pastor Fliege? Ich glaube, ARD, ZDF. Ich hätte gesagt, sogar ein bisschen später, aber... Würdest du denn irgendwelche Aussichtstürme, die gibt es ja auch mal gerne, so 100 Meter, 150 Meter, die dann gerne umgebaut werden. Der alte Aussichtsturm im Heidepark gibt es noch, den neuen, der 150 Meter, glaube ich, ist da so ein Freefall-Tower. Ich könnte kotzen bei sowas. Ja. Also wenn du hochfährst und weißt, du fährst nur hoch, um gleich abzustürzen. Also das ist wie was essen, um dann daran zu ersticken. Das machst du nicht. Gute Idee, machen wir, aber wir sagen den Leuten. aber nicht gut. Als ob du schon wieder merkst, dass ich nur Schabernack vorhabe. Aber wir sagen den Leuten nicht, dass es ein Freefall Tower ist. Ach, du meinst, es ist ein Aussichtsturm? Ja.
Und die kriegen das nicht mit, weil das eine Röhre ist. Oder was? Nein, du gehst außen, gehst du so eine Wendeltreppe hoch. Ja, und woran merken die nicht, dass es das ist? Ist das Ding nur einmal im Jahr in Betrieb oder wie? Nee, du gehst dann in die Mitte, in der Mitte ist der Freefall. Achso, und die Wendeltreppe ist an der Wand. Außen. Ja, und das ist halt alles geschützt. Oder? Also deswegen frage ich, ob da nur ein Röhrensystem ist. Ja. Muss ja irgendwie, also ja, du fällst ist schwarz wie eine runter. Ja. Aber ist das so ein lustig? Na gut, okay, dann Oder, ja klar, ja. Die könntest ja Die Wendeltreppe innen und außen ist das Freefalling. Dass sie du so im Kreis aufgehört. Aber dann würdet ihr alle, die von weiter weg darauf zugehen, sehen, scheiße, da fällst du runter, das machen wir nicht. Nur gute Argumente. Nee, ich hab gedacht, von wegen eine Röhre. die halt dann auch, wenn die oben sich dann ganz normal gemütlich dreht und stürzt sie nicht sofort, sondern fährt ganz normal in die Röhre zurück, dass von oben sich, oh, alles geht, und dann wumm. Ja. Und dann, bevor es wieder runterfährt, wird dann gesagt, setzen sich jetzt ihre VR-Brillen auf, dann ist noch eine lustige Animation, dann sehen sie quasi mehr noch von, keine Ahnung, kommt ja auf die Ebene, wo man, und dann setzt er halt auf und dann bist du halt in so einem Restflugzeug, so bist schon so ein finales Szenario, so halb abgebrochen, der Rumpf beugt sich nach vorne, sowas und dann, boom, so, und dass du halt noch viel mehr Eindruck kriegst, egal wo du hinkommst, bist komplett. Ja, also dann, das aber bitte Fliesen, dass wir einfach nur mit dem Kärcher die Kotze wegwischen können. Und dann unten werden die alle, keine Ahnung, geblitzdingst. Also es ist hier nicht rausgehen und was erzählen, sondern dass sie nur rausgehen. Na, du kannst auch, der Ausgang kann ja auch unterirdisch sein, dass die erstmal 500 Meter durch einen unterirdischen Tunnel gehen müssen. Du hast dann so 10 Minuten bis 20 Minuten versetzt, bis sie dann die Wahrheit sagen können. Das wird sich nicht über Jahre hinweg ziehen. Ja, und da ist dieser Tower. Jeder weiß, was es ist, aber die Erfinder, Milliarden reingesteckt. Sehr dumm, aber so sind sie. Ich glaube, das wird ein bisschen schwer umzusetzen. Ja. Also überall ein Fahrgeschäft. Also wenn, dann musst du Fahrgeschäfte haben, die spontan mal was verändern. Ja. Und du sagst von wegen, okay, das ist eine Wildwasserbahn, du kannst halt runterfahren und wirst nass oder runterfahren und dann ist Schluss. Okay. So, oder so. Eine Mischung aus Wildwasserbahn und Erlebnisurinal. Das sind die Toiletten vom Coal Mine Inn. Wusch. Und die muss mitten beim Pinkeln aus Pinkeln. Und die werden ja auch erwischt. Die pinkeln in der Rinne und werden von ihr ein bisschen nass. Und die Leute, die runter... Und nur die Kinder sind total happy. Nochmal, war gar nicht kalt. Aber brennt voll, meine Herren. Der Malte heute ganz Tag. Ich riech nach Spargel. Das Spargel und Smacks. Aber das ist... Das ist das Beste. Ich weiß gar nicht, ob es besser werden kann. Aber ja, das Zeit war's, Mensch. Wildwasser durch das Urinal, durch vom Coal Mine Inn oder White Coal Inn. Und dann wird dann auf den Ausgang von der Toilette so ein großes Schild: Bitte sprich sie nicht darüber. Sag sie niemandem was. Nur wenn du niemandem was sagst, bekommst du ein Tuch, um dir das Gesicht abzuwischen. Genau, sowas ganz Dummes, Billiges. Und draußen warten dann so Angestellte, die reichen dir dann so mit so einem kleinen Aufnähsticker, Coal Mine Inn, so ein gelbes Tuch. Und dann hast du dann da und setzt dich ganz schweigsam hin. Schatz, wie war's denn? Ach. Toiletten, die sind ja alle gleich. Was soll ich dir erzählen? Scheiße. Okay. Ja. Und wenn du auf eine richtige Toilette musst, also nicht nur als Urinal, dann ist das ein Fahrgeschäft. Das heißt, du setzt dich rauf. Was, wenn ich jetzt nicht komme? Also, wenn du groß musst oder für die Damentoilette, du setzt dich rauf und die Toilette fährt los. Ich
zuvor noch als Gag so reklamiert. So ja, einfach mal den Gurt ansetzen. Ja, du das denkst also, lustig. Ja, lustig. Und sobald der Gurt dran ist, pfsch, geht das los. Oh mein Gott. Das wäre aber echt lustig, ey. Du kannst ja auch nur mit spielen. Du kannst ja halt auch irgendwie dann unten, keine Ahnung, das Wasser gelb färben ja. Und du hast so eine Plexiglaswand und siehst halt die Leute pinkeln und die pinkeln halt im Dunkeln. Immer wenn jemand vorbeizischt, wird es halt hell. Und dann sehen die, hö, Wildwasser? Und die Wildwasser, hö, pinkeln? So, dass sie halt einfach nur denken, Scheiße. Das ist genau, mein erster Gedanke war nämlich auch einfach nicht Urinale, sondern du pinkelst gegen so eine Plexiglaswand, die unten ja. In so eine Rinne läuft. Und dann denkst du einfach, ah, ich gucke ja auf diesen Fluss dabei und dann fährt unten die Bahn lang. Ja, ja, das wäre auch schön. Ja, netter Kompromiss fürs Gesundheitsamt. Vielleicht heißt das Land dann auch das Gesundheitsamt. Das Gesundheitsland. Genau. Boah, super. Ja, gut. Das ist das Beste. Gibt es irgendwelche Shows? Also gibt es diese bescheuerten... Also, Herde Parker, so, diese... partiellen Musical-Einlagen ja. Mit kämpfenden Piraten oder so. Also im historisch korrekten Historienland gibt es auch historisch korrekte Kämpfe. Ja. Eigentlich war der Feldzug einer römischen Armee ziemlich langweilig, weil die Schwerter nur aus minderer Qualität. Ich will doch nur hier raus. Ich will wieder ins Urinal. Das Urinal, das lässt eigentlich los, so richtig, nee, ne? So auch, ja. Schön wäre es halt auch, wenn es dann ganz markante Urinalsteine irgendwie da liegen, wo jeder halt drauf guckt ja. Und merkt, wenn er rauskommt, dass halt die Kartoffelecken in die gleiche Form gepresst wurden und mit der gleichen Farbe, also ja. Dass du immer so ein bisschen irritiert bist. Ja. Oder siehst halt zum Beispiel, keine Ahnung, Zapfanlage, die Schläuche oder die Rohrleitung gehen direkt aus dem Urinalraum raus. Und alles sowas, wenn du ein Bier da hast und denkst, irgendwie so. Ah. Wir könnten natürlich auch noch ein Restaurant, vielleicht sowas, so ein richtiges, schönes Ausguck-Restaurant auf 150 Meter Ebene. Aber du hast halt keine Aussicht an den Seiten, sondern nur unten. Also du bist halt nur unter dir, wie diese gruseligen Brücken in Japan oder sowas, wo du dann halt einen Kilometer runterschaust und alle irgendwie sich auf den Boden legen, weil sie Angst haben oder so. Dann gibst du über diese Crack-Animation so alle halbe Stunde, wo der alte Todes, weil das ganze Ding auch abfahren, so, oder gefühlt so einen halben Meter runter und dann fährt sie langsam wieder hoch. Nur, dass du kurz denkst, fuck. Ja. Vielleicht einmal, dass dann kurz so rotes Licht angeht im Laden. Oh Gott, wie viele Leute, glaube ich, draufgehen würden. Oder auf jeden Fall, vielleicht ist das Ganze auch finanziert von irgendwie so einem geheimen Privatbund der Psychotherapeuten oder sowas. Dass du danach halt irgendwie so eine, weiß nicht, so eine Dauermitgliedschaft in so einer Psychotherapie-Sitzung hast. Ja. Ich dachte auch gerade, vielleicht als Fahrgeschäft, Therapieland. Dass du auf so einem Chaiselon, auf so einer, so einer Liegecouch. Genau. Ja. Und fährst durch so einen Traumatunnel. Und dir werden die ganze Zeit Fragen gestellt. Und bei den richtig brutalen Fragen gibt es dann immer so einen Absturz. Irgendwie. Sowas. Wie war das damals denn, als ihr Hamster gestorben? Sowas. Und das ist das Gefühl, dass du fällst. Und dann werden halt beim Fall, gläserner Kunde, wenn dann beim Fall halt über Google Nanosekunden alles ausgerechnet wird. Praktikanten, die das wenn alle Bilder von dir aus deiner Zeit-Timeline haben wir so kurz raufgeflasht und denkst, scheiße, woher wissen die denn das? Aber du hast nur das Gefühl, das ist so schnell, dass du es nicht wirklich danach erzählen kannst. Und dann, wie war es? Ich will ins Coalmine Inn. Da wollen wir alle hin. Die Tische sind entweder belegt oder kaputt. Ja. Zum Glück nicht so schwer wie im Dumble. Gibt es denn spezielle Fahrgeschäfte nur für kleine Kinder? So. Also außer jetzt der, wir schicken die Kinder auf die Sauna-Achterbahn. Die Sauna-Achterbahn? Also da, wo die Eltern in die Sauna können. Ach so, okay. Kinder.
Aber das wäre auch was Geiles. Eine Achterbahn, die ist ja nicht lange. Mhm. Also eine Achterbahn dauert ja, also abgesehen vom Hochrattern oder mit Hochrattern bist du vielleicht bei 30 Sekunden oder so. Mhm. Die ganze Fahrt durch. Du ratterst halt hoch und dann gibt es halt eine von vielen Tunneln, wo du denkst, krass, und die Tunnel ist halt einfach Sauna. Also du bist halt bei 90 Grad, schießt da mit 90 Grad durch und dein Gehirn ist komplett durcheinander. Denk erstmal von wegen, oh Gott, Geschwindigkeit. Denn was ist das? Hitze? Also je schneller du fährst, desto heißer wird es vielleicht. Vielleicht fängt es auch mit einer finnischen, türkischen Dampfsauna an. Das ist so bei 60 Grad durch so eine Hitze so und dann zum Schluss richtig beschleunigen und dann bist du auch bei 90 Grad. Und du bist schon drin immer in so einen Kühlraum. Das hat wahrscheinlich halt so ähnliche Reaktion. Wechselwarme Achterbahn hast. Ja. Und dass du das Gefühl hast, von wegen Geschwindigkeit ist dann halt so, du bist fast beim Glühen, so schnell bist du schon. Geil fände ich auch. Ich würde auch irgendwie eine ganz schnelle Achterbahn, wo du rechts, links ein bisschen wackelig rausgehst und dann der Einstieg auf der linken Seite, Ausstieg auf der rechten Seite und der Boden sieht gleich aus, aber der Boden ist komplett softe Matten. Dass du schon rausgehst, oh Scheiße, oh mein Güte. So komplett weich, alle fallen erstmal hin. Das wäre ja was noch ganz humanistisch ist. Das kriegt man ja. Also das ist ja, jetzt ist ja nur so ein Gag. Ja. Alle fallen um. Darf natürlich keiner zurück in die Rinne fallen, das wäre blöd. Aber sonst, ja. Wie wäre denn unser Personal für den ganzen Karussellbremsen? Das sind ja meist immer ganz traurige Gesichter. Die könnten wir jetzt ja irgendwie ein bisschen pimpen, dass wir da halt irgendwie ehemalige Stars reinsetzen. So Hulk Hogan. Slutko. So. Großer Bruder, ich bin immer da. Die dritte Generation. Vater, du warst nie für mich. Das ist immer so die Frage. Entweder ich singe noch ein Lied oder ihr fahrt. Mhm. Und dann, du hast immer so die Mischung, so hast du so eine alten, traurigen Fans. Das 90er-Jahre-Land. 90er-Jahre-Land, geil. Die ganzen Angestellten haben dann halt so diese Bon Jovi-Riss, obwohl das ja alles gerade in. Willkommen im Café der 90er. Hey, ich will doch nur eine Pepsi. Ja, wie ich bereits sagte, 5 D-Mark. Geil. Da kannst du deinen alten D-Mark-Schreine noch loswerden. Im 90er-Jahre-Land. Es sollen ja echt noch ein paar Millionen im Umlauf sein, ne? Mhm. Ja. Die aber bei allen Großbanken kannst du halt irgendwie ganz normal umtauschen. Ich weiß gar nicht, was nehmen die denn dann? Also nehmen die dann den allerletzten gültigen Kurs? Müssten ja, oder? Aber ich was denke, war denn? Der war ja nicht 1:2, oder? Der war so ein knapp bisschen. Knapp davor 1,90, glaube ich. Okay. 1,91 oder so, plus minus. Nee. Also wie viel D-Mark müsstest du zu Hause haben, dass du sagst, ich gebe das und tausche es? Also wenn ich einen 100-Mark-Schein hätte. 100 würdest du schon tauschen. Naja, was willst du sonst mit 100 Mark machen? Ja, aber 100 Mark war doch so lustig, war doch dieser bärtige Typ, oder nicht? Ja, nur weil es lustig ist, behalte ich doch nicht 48 Euro zu Hause. Ja, aber was machst du mit 48 Euro? Keine Ahnung. Kauf mir eine Fahrt auf der Saunabahn. Wie teuer wäre denn da? Weiß nicht, da kennst du dich besser aus, aber ja. Wo wäre denn unser Park? Mhm. Also ich meine, schön ist natürlich nicht. Manche denken so wie Europapark, dass sie sagen, ey, wenn wir hier so eine Wüstenlandschaft haben, dann können wir endlos viel bauen. Oder im Heideland, also ist ja dann auch immer so, also denen gehört ja noch so viel Heide, was die ja wirklich dann abholzen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, sehr nah an einem Truppenübungsplatz der Bundeswehr, dass du noch ein bisschen das Kanonenfeuer im Hintergrund hörst, als zusätzliche Motivation. Cool, und dann wahrscheinlich auch merkst, wie dann der Park schon seit 2 Monaten irgendwie da so Moorbrand immer noch so rum. Na, weil ich habe gedacht, irgendwie sowas, wo man begrenzt ist, wo man halt nicht im Kopf halt gesprengt ist, weil man sagt, gibt es kein Ende, sondern sagt, man würde jetzt den alten, wie ist denn der Park überhaupt? Der Spreepark. Okay, wenn man den Spreepark, also Spreeparkgelände, das ist ja überschaubar groß. Ja, da kann man ja nicht viel machen. Da kann also man Achterbahn halt, ist schon schwierig da. Ja. Genau, da könntest du halt eine Achterbahn und die dürfte schon nicht groß, beziehungsweise die müsste schon fast den Park umrunden, sodass man sagt, okay. Du hast hier ein Looping, dann hast du nochmal einen Berg und dann fährt die halt einmal außen rum, weil das Ding ist halt echt. Der Looping der Achterbahn geht außen am Riesenrad lang. Also exakt? Nein, nicht ganz exakt, da hast du 2-3 Meter Kulanz. Aber du kannst, wenn du dich weit rauslehnst, kannst du den Leuten im Riesenrad High Five geben. Er muss ja echt so ein Wert sein, dass der längste Arm im Riesenrad und der längstmögliche Arm in der Achterbahn sich immer noch gemütlich berühren können. Ja. Beziehungsweise gemütlich, das wäre ja auch schon fast schmerzhaft. Aber generell meinst du außen drum, ne? Dass wenn hier eine Gondel ist vom Riesenrad, dann ist hier eine Gondel und die geht so. Sehr gut, ich habe alles gezeigt mit einem Raw sogar. Das ist natürlich
ganz geil. Ich könnte mir vorstellen, da gibt es viele Spinner, die dann viel lustiger ist, außer Achterbahn versuchen, die anzuspucken und sich dann einfach nur selber anspucken oder ihre Kollegen gegenüber oder so. Ja. Ja, aber das ist vielleicht ganz gut, weil er ist beim Kopf schon ein bisschen so getrimmt auf. Wir müssen ein bisschen erfinderisch Platz sein sparen, und nicht von wegen, wir haben jetzt so eine ewige Wüste und können irgendwas hinsetzen. Ja, da müsste halt alles, da ist in der Mitte ist dann ein ganz großes Coal Mine Inn, denke ich mal. Ja. Und dann unter dem Coal Mine Inn oder beziehungsweise am Coal Mine Inn muss ja dann halt die Wildwasserbahn. Ja. Und die kann ja auch nicht sehr groß sein. Das Geile wäre ja, wenn Fahrgeschäfte ungefähr alle die gleiche Strecke hätten. Wenn du ganz außen halt die Achterbahn hättest, dann hast du die gleiche Strecke, bloß was passiert im Berge ist dann wie anders, dann hast du halt die Wildwasserbahn, dann hast du eine Bimmelbahn und so. Das ist halt alles so nach innen und in der Mitte zentriert sich alles auf das Coal Mine Inn. Das ist also quasi wie der Hauptbahnhof unseres Themenparks. Quasi, genau. Und du hast dann halt überall hast du irgendwelche Brücken und Tunnelsysteme, die über und unter dem Ding. Also du musst ja halt irgendwie sagen, okay, die Fläche ist halt die Fläche, aber wir können tief, sage ich mal, einen Kilometer. U-Achterbahn. Was ist denn eigentlich unter dem? Ja, eine U-Achterbahn. Ich meine, aber weißt du zufällig, ob da halt eine U-Bahn... Unter dem Spreepark ist gar nichts. Weil das zu dicht an der Spree ist, weil das sagen, sagt, okay. Aber es gab doch mal eine U-Bahn, die von der Stralower Halbinsel... Ja, eine Tram. Die Untergrund fährt. Ich verstehe das hier nicht. Ich dachte, Tram wäre auf der Straße. Ja, U-Bahn fährt hier auch oben. Straßenbahn halt. Okay. Ja. Also, da gibt es keine alten Rohre, die wir schon nutzen können. Ja, die Tunnelstraße, die verlängert, aber ich glaube, den Tunnel auszupumpen, das wird eine schwierige Aktion. Der Tunnel ist noch da, der ist zugelaufen. Der wurde im Zweiten Weltkrieg, glaube ich, zerbombt oder was? Ja. Also ich meine so, dass der halt mit Wasser vollgelaufen ist. Also ein Riss braucht er da nicht viel. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob der noch verwendbar ist in irgendeiner Form, selbst wenn wir ihn auspumpen könnten. Aber ich meine, es ist auf jeden Fall möglich, da einen Tunnel zu bauen. Ja. So, das ist ja schon mal viel erreicht, wenn wir das wissen. Ja, also weil dann können wir vielleicht auch irgendwelche Fahrgeschäfte, dass man sagt, keine Ahnung, man hat halt irgendwie so eine Hüpfburg, aber die ist gleichzeitig auch im Dunkeln. Also sowas, so du kannst dir nicht wehtun. Eine Schwarzlicht-Hüpfburg. Du bist halt in so einem Raum, der ist halt stockduster. Ab und zu kriegst du mal so ein Stroboskop-Ding rein, dass du noch voll Malle wirst. Und das Einzige, was du halt wirklich verletzen kannst, ist, wenn du gegen andere knallst. Aber sonst sind die Wände jetzt alles weich, alles gut. Problem ist natürlich, es gibt auch kein Schild für Ausgang. Ja, gut. Ja. Das ist ja nicht unser Problem. Wir gehen ja nicht rein in den Raum. Genau. Wir wissen ja nicht, wo der ist. Ja. Das, oder auch ein Bälleparadies für Erwachsene. Ach, cool. Was einfach so 5 Meter tief ist. Da hätte ich jetzt ja gedacht, eine Röhre nach oben, dass du halt oben reingehst und dann jedes Mal, wenn du dich bewegst, rutscht du ja tiefer. Ja. Und dann gibt es halt immer so, wie diese Futterbecken von Hamstern oder sowas, gibt es dann halt alle Meter, weiß nicht, wenn das Ding 10 Meter hoch ist, gibt es so alle 3 Meter, gibt es dann immer so ein Becken, wo du raus, also wenn du zu tief bist und denkst, ich komme da nicht mehr hoch, dann musst du dich halt runterkrabbeln lassen da. Okay. Oder du schaffst es ganz runter. Das finde ich ja ganz geil. Also ich meine, klar, da darfst du nicht klaustrophobisch veranlagt sein, aber das physikalisch... Das kann man ja vorher ausschildern. Ja. Physikalisch, genau, indem du halt einfach so eine Wendeltreppe hochgehst, die scheiße eng ist. Und die nach oben hin immer enger, die verjüngt sich immer mehr. Aber ich meine, rein physikalisch müsste es doch gehen. Ja. Wenn du oben dich hinlegst, passiert nichts. Ja. Wenn du dich aber bewegst, dann können sie... bis auf Treibsand, ja. Ob du das mitmachst? Da muss dein Gehirn schon richtig gut funktionieren. Okay. Gleiche Idee, Bällebad in so einem ehemaligen olympischen Swimmingpool. Wieso ein olympischer Swimmingpool? Von der Größe her ungefähr. Das sind 50 Meter oder was? Ja. Ich glaube, 50 müssen das sein. Die Größe irgendwie 8-9 Bahnen. Und du gehst rein, du kommst aber nur wieder raus, wenn du dich an so eine Kralle, so eine Greiferkralle, wie an so einem Teddybär-Automaten, die wird automatisch gesteuert und du kommst nur wieder raus, wenn du dich ranhängst und da dran hängen bleibst. Und nur alle 30 Minuten ist das Ding so arretiert, dass es ganz gemütlich für dich ist. Ansonsten zappelt und wackelt das. Und du bist so und halb raus und machst... Es fährt jede Minute da aber einmal lang. Du weißt auch nie, wo es genau hingreift. Oder kann es auch jemand steuern, einer von den privaten Kunden? Es gibt vielleicht so ganz feine Löcher an den einzelnen Stangen, wo man sich festhält. Und jedes Mal, wenn jemand greift,
dann schießt er so ein bisschen Speiseöl raus. Das ist so auf einen Meter rüber. Und dieses Becken stinkt dann richtig. Es wird relativ schnell ranzig vom Duft. Ja. Und dann wird es halt auch schneller raus, weil es ja eklig ist. Ja. Und dann kriegst du panisch, dass es immer wieder abrutscht. Und je mehr du da rumfutterst, desto mehr kommt Öl raus. Mhm. Oder wahlweise halt Bratenfett oder so. Nice, ja. Da es ja ein Bad ist, kann man dann irgendwann auch abends immer sagen, okay, jetzt spülen wir es ab. Mhm. Es kommt so eine Lauge rüber, ja, kurz einweichen, abspülen. Die würde sagen, schon jeden Ball einzeln rausnehmen, dann einmal abspülen. Oh, da musst du aber echt traurige Gestalten haben. Ja, so Praktikanten halt. Ich hab Eventmanagement studiert und bin im dritten Lehrjahr. Ja, ja. Perfekt, mein Sohn. Wasch die Bälle mit Seifenlauge. Trocken mache ich in meinem Pulli? Befördert. Zum zweiten Bällemann. Aber ich war vorher erster Bällemann. Da ist gleich jemand dritter Bällemann. Oh, Hauptsache Nils Kohlmann in Gläser putzen. Im Urinal. Die gläsern sind. Und man guckt die ganze Zeit auf diese Kroketten, die da drin schwimmen. Sieht das echt? Das wäre auch generell für ein Restaurant eine gute Idee, wenn du am Urinal Fenster in die Küche hättest. Und die Köche sind angehalten, dass wenn die jemand im Urinal spült, sie in dem Moment vor den Augen ihre Hände so waschen. Zu deuten, Mensch, riecht fast sauber. Das ist das Erste, worum ihr euch kümmern müsst. Die Bestellungen stehen an zweiter Stelle. Und dann gibt es immer so einen Moment, dass der Koch dann halt das ganze Essen auf ein Tablett packt und dann sagt dann, Tisch 14, du stehst pinkel, 14 sind wir. Nein, nein, Margot, nicht. Du rennst halt, wie viele Leute mit Hose runter aus dem Urinal raus. Nicht, oh Gott, ihr esst es. Das ist eigentlich der Kern des Ganzen. Dieses Coleman Inn mit der Küche, dem Urinal und der Achterbahn oder der Wildwasserbahn. Das oder ist so noch, viel. Das ist Herzstück. Noch eine neue Urinalidee. Es gibt im Herrenklo nur zwei Urinale, die direkt Rücken aneinander sind, sodass du, wenn zwei Leute gleichzeitig pinkeln wollen, musst du dem anderen ins Gesicht schauen dabei. Ach so, ich dachte ja, jetzt, also, du bist nein, Rücken die, an Rücken nein, die Urinale Pinkler. Sind Rücken an Rücken. Okay. Ja, also die, du musst dein Gegenüber ansehen. Und das andere ist nicht mehr dabei. Also das, die Wildwasserdings. Achso, nein, das sind jetzt allgemeine Restaurantideen. Ah, okay. Nur weil wir so viel von Urinalen jetzt kennen. Ja, das. Ja. Obwohl, du könntest ja dann halt auch das verbinden. Das habe ich gedacht vorhin, dass in der Mitte halt die Rinne ist fürs Wildwasserbecken, ja. Plexiglaswand. Und dann ist halt eine ganze Reihe, dass alle, die am Urinal stehen, sich immer anschauen, ja. Dass immer voreinander stehen. Ja. Und der Rest ist halt dunkel und die wissen gar nicht, dass das durchgeht. Ha, los, hey. Dann kommt das Urinal einmal hoch, weil dann, ja. Aber gut, dann kannst du nicht in die Küche reingucken. Das ist auch ganz geil mit der Küche, finde ich auch ganz cool. Naja, wir haben ja noch mehrere Restaurants. Ja. Ja, kann auch fürs Hotelrestaurant sein. So. Ist ja ein bisschen edler. Ja. Heißt das Ding wirklich irgendwie Dirk und Klaus Land oder was? Hat sich jetzt das Coal Mine Ding schon so etabliert? Ja, Coal Mine in Erlebnisland. Coal Mine in Erlebnisland. Wow. Das ist so ein Earcatcher, das geht so durch. Wir können eine Marke. Dass du in jeder Werbeagentur arbeitest. Und wir regen uns immer auf über diese blöden Werbesprüche von irgendwie Brandenburg Ost. Können Franchise daraus machen. Coal Mine in Erlebnisland Mainz. Das verkauft sich von selber. Abfahrt Süderbrarup. Mhm. Das ist ja auch mal das Geile, wenn du zum Erlebnispark hinfährst, wenn dann von Weitem schon die Türme oder die Schilder oder irgendwas so, dann wirst du mal ganz ramdösig, kribbelig, so. Haben wir denn Maskottchen? Heidepark hat den Wumbo, diesen komischen dicken Bären da. Natürlich, ja. Und ich weiß nicht, Europapark hat bestimmt eine Elfe, ich weiß es nicht. Ja, ich bin ja auch dafür, dann so ein C-Promi oder so. Was macht Daniel Kübelberg gerade? Ja, gut. Dann vielleicht Verona Poth oder Christian Wulff oder so? Ja, wir können ja Lindner. Also auf jeden Fall für die Eröffnung brauchen wir so Leute wie Verona Poth oder Daniela Katzenberger. Ah, ja, stimmt. Ja. So, das ist die. Die kann dann einen Flossdance machen oder so. Ja.
mit Christian Wolf zusammen und dem, das ist ja kompliziert. Ja, das können wir für die Kinder können wir so ein Fortnite-Land aufbauen. Das war jetzt einfach nur wie Counter-Strike, ne? Dass ich das immer weiß. Das ist. Und du kannst bauen oder so. Genau, das und die Kinder denken, sie spielen da so ein lustiges Kanonenspiel, aber eigentlich müssen sie die ganze Zeit Holzwände bauen. Kriegst du bestimmt erstmal begeisternd so hin. So. Ja. Die bauen die kaputten Tische fürs Coal Mine Inn. Und zimmern die. Wer hat denn die geschraubt? Und zimmern die nächsten Attraktionen. Das waren wir, Dad! Meine Augen brennen immer noch. Naturbelassene Fichte. Na gut. Wir sind auch schon mal bei der Stunde 10. Mhm. Nur mal so als Einwurf. Also ich glaube, das Einzige, was wir so bildlich geschaffen haben, ist halt ja, im Kern so alles von diesem Coal Mine. Ja, das ist schon der Rest darum. Kommt von alleine. Ja. Stellt sich von alleine hin. Ja. Finde ich gut. Ja, gut, dann wenn ihr Karten buchen wollt, dann schreibt doch an. fuernüsse@gmail.com Oder hinterlasst ein Twitter-Review auf @fuernüssepod. Oder ein Kommentar, auch gerne Frage bei Für Nüsse mit Dirk und Klaus YouTube. Oder Für Nüsse mit Dirk und Klaus auf iTunes und Stitcher und Podcast Addict. Sind wir auch bei Pornhub und Tinder vertreten? Ich glaube, jeder einzeln. Okay. Dirk 2000, wie hast du da? Dirk 3000. Schüttel den Kopf. Ja, ich komme da nicht hinterher. The Gags hier immer. Ansonsten, ne? Also ich höre mir auf jeden Fall den Lachflash nochmal an. Wie bitte? Den muss ich ja irgendwie anschauen. Das ist ein Ausschlag sondergleichen. Ja, kommt. Ja, Entschuldigung. Gut in die Woche. In die Woche, aus der Woche, wann auch immer ihr uns hört. Tschüss. Tschüss.